Auf Einladung des Landtagsabgeordneten Matthias Redlich war die Arbeitsgruppe Bildung der CDU-Landtagsfraktion in seinem Wahlkreis Sangerhausen am 7. und 8. November unterwegs. Eine der Stationen war das Geschwister-Scholl-Gymnasium Sangerhausen. Wir nutzen die Gelegenheit, mit ihm über diese Termine zu reden. Wir sind mit der AG Bildung aus dem Land der CDU-Fraktion unterwegs hier in meinem Wahlkreis und wir besuchen verschiedene Schulen. Hier am Scholl wird es vor allem auch um digitale Bildung gehen. Wir informieren uns natürlich, um zu wissen, welche Initiativen aus dem Land sind gut, welche müssen wir vielleicht aber auch voranbringen, wo klemmt es, was müssen wir machen und wie können wir hier auch unterstützen und eben auch um Themen zu finden und aber auch Feedback zu kriegen für das, was wir so tun. Angesprochen auf die aktuellen gravierenden Probleme im Bildungssystem, unter anderem ja bedingt durch den eklatanten Lehrermangel, antwortete er wie folgt. Also das Problem ist natürlich bekannt und das ist eine Herausforderung, vor der wir überall stehen, ja, nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern in deutschlandweit. Wir sind natürlich dran, da Sachen auf den Weg zu bringen und jetzt merken Sie schon, ich bin nicht sehr im Detail dabei, weil die Problematik ist, es ist nicht so einfach. Es ist nicht einfach Geld ins System werfen und plötzlich haben wir mehr Lehrer. Also das heißt, wir müssen an der Ausbildung arbeiten, dass wir da das besser verzahnen, universitäre Ausbildung und dann das Kommen in die Schule. Wir müssen aber auch die Attraktivität natürlich des Jobs hervorheben und auch da unterstützen. Also es gibt verschiedenste Faktoren, an denen wir arbeiten müssen. In der Schule nahm unter anderem Frau Redlich von der Schulleitung die Delegation im Empfang, um das Haus vorzustellen. Unter den Mitgliedern der CDU-Delegation bei diesem Termin auch der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Bildung, Carsten Borchardt. Vor Ort konnten sich so die Politiker ein Bild von den Bedingungen, unter denen die Schüler und Schülerinnen des Gymnasiums Sangerhausen lernen, ein Bild machen. Auf dem Besuchsprogramm standen Schulen aller Bildungsstufen im Wahlkreis Sangerhausen. In der Berg- und Rosenstadt standen noch die berufsbildenden Schulen Mansfeld-Südharz und die Goethe-Grundschule auf dem Besuchsplan. Außerdem machten sich die Politiker auf den Weg nach Roßlar in die dortige Sekundarschule. Immer standen dabei Gespräche mit den Schulleitungen über die aktuelle Situation und zukünftigen Anforderungen zur Sicherung einer guten Bildung im Mittelpunkt.